hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Filmkritik hier auf diesem Kanal bzw. zu einem weiteren DVD-Review. Und heute haben wir schon wieder einen Film aus der Trash Collection vorliegen, und zwar Das Haus mit dem Folterkeller bzw. The Mansion of the Doomed aus dem Jahr 1976 von Michael Pataki. Und diesen Regisseur muss man nun wirklich nicht kennen, denn das hier war sein einziger Horrorfilm, den er überhaupt gedreht hat. Und ansonsten hat er auch Jahre später noch irgendeine unbedeutende Komödie inszeniert. Also er hat insgesamt nur 2 Filme in seiner Vita stehen, aber ansonsten auch noch ein paar kleinere Auftritte in anderen Horrorfilmen. Dementsprechend unbekannt ist auch dieses Werk, denn das zählt hier in der IMDb gerade mal unter 1000 Bewertungen. Und das ist doch schon ziemlich wenig. Dennoch hat der Film es hier in die Trash Collection geschafft als Nummer 129 in einer sehr limitierten Auflage. Gerade mal 99 Stück von dieser kleinen Hardbox gibt es hier. Und das ist schon wirklich sehr wenig, wenn man bedenkt, dass es dann gerade mal 99 vollständige Trash Collections überhaupt geben kann. Ja, dieser Film, der kommt ja auch in dieser Colors of Entertainment Reihe als Mediabook. Und da hat man auch ein alternatives Cover, wo man so eine Hand sieht, die ein paar Augen, blutige Augen in den Händen hält. Das Cover hier ist eigentlich das Original-Kinoplakat gewesen, und das gefällt mir doch ziemlich cool. Das ist schön gezeichnet und auch detailreich hier mit diesem riesigen Doktor, der hinter diesem alten Herrenhaus steht und dann diese Frau, die hier flieht. Das ist ein schönes, kitschiges, typisches Mad Scientist-Plakat. Das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Ja, dann genau, das meine ich. Das ist gezeichnet, also ein gezeichnetes Motiv davon, von dieser Szene hier, die auch ziemlich gut gelungen ist und irgendwie auch ziemlich cool aussieht, wo diese Hand hier diese blutigen Augen hält. Das sieht ziemlich cool aus. Dann haben wir hier kurz eine Inhaltsangabe. Ja, dann haben wir hier noch das Bonusmaterial, was wirklich nicht viel ist. Also wir haben einen Trailer, umfangreiche Bildgalerie und natürlich auch noch animierte interaktive Menüs. Ob das jetzt Bonusmaterial ist, sei mal dahingestellt. Der Film geht auch gerade mal 82 Minuten, ist also auch recht kurzweilig. Und auf der Disc haben wir noch ein abgewandeltes Cover, was so ein bisschen klarer gezeichnet ist, sage ich mal, wo man im Hintergrund auch noch so einen Operationstisch sieht, wo dann die einbandagierten Opfer des Mad Scientist sich auf die OP bereit machen müssen. Also insgesamt kann man auf jeden Fall sagen, abgesehen vom Film, ist es mal wieder eine sehr, sehr schöne Hardbox. Ja, ich liebe dieses Design einfach, ja, da kann man einfach nicht drüber streiten, sieht einfach sehr, sehr cool aus. Das Cover ist schön, man hat jetzt natürlich hier nicht allzu viel Bonusmaterial bereitgestellt, aber zu so einem alten Film wird es wahrscheinlich auch nicht allzu viel geben. Und ganz ehrlich, ich glaube, das ist auch momentan die beste VÖ, die es vom Film gibt. Die Ton- und Bildqualität, die ist ganz gut für so einen alten Film. Und man braucht jetzt auch kein Mediabook von, wenn man einfach so eine schöne kleine Hardbox sich das ins Regal stellen kann. Ja, Das Haus mit dem Folterkeller ist eigentlich ein ziemlich unpassender Filmtitel, denn das klingt ja eher nach einem Folterfilm oder Slasher wie The Last House on the Left, und das ist der eigentlich gar nicht. Es ist nicht mal ein richtiger Horrorfilm, sondern eher ein, naja, eigentlich ist das Genre gar nicht so richtig zu sagen. Es ist eher eine Mischung aus ganz vielen verschiedenen Arten von Filmen, natürlich auch so ein bisschen Science-Fiction-Film, so ein bisschen Splatter, Thriller, also eine Mischung aus allem. Und auch die Story ist eigentlich 0815. Nachdem die Tochter eines Augenarztes bei einem Unfall erblindet, will dieser ihr natürlich helfen und beginnt schließlich damit, ihr lebendige Augen von anderen Menschen zu verpflanzen. Angefangen direkt bei ihrem Verlobten, der übrigens von Lance Hendrickson gespielt wird. Nachdem die neu gewonnene Sehfähigkeit aber nicht lange anhält, wird der Professor natürlich immer extremer und sucht nach immer neuen Opfern, denen er die Augen entnehmen kann, während die vergangenen Testobjekte ohne Augen blind bei ihm im Keller vegetieren müssen und irgendwann dann natürlich auch versuchen auszubrechen. Und dass es sich hierbei um einen absoluten B-Film handelt, dürfte spätestens klar sein, wenn man am Anfang sieht, dass Charles Band hier Produzent war. Und dass der spätere Full Moon Gründer ja immer sparsam bei seinen Produkten war, ist ja auch bekannt. Und zusammen mit einem Amateur als Regisseur, der zuvor noch nie einen anderen Film gedreht hat, kommt eben ein handwerklich eher semi-guter Film heraus, der auch einige Logiklücken aufweist, der aber dennoch ganz gute Schauspieler bieten kann und eben doch letztendlich unterhalten kann. Und auch wenn die Effekte natürlich aus heutiger Sicht weder übermäßig brutal noch gut sind, wirkt der Film nie unfreiwillig komisch, sondern kann dennoch eine düstere Grundstimmung aufbauen. Und tatsächlich fand ich ihn auch recht spannend, denn neben den Tätigkeiten des Professors sieht man eben auch die Fluchtpläne seiner Gefangenen und kann mit denen so ein bisschen mithoffen, dass sie da irgendwie rauskommen. Ja, und tatsächlich empfehle ich den Film hier also an die, die eben dieses Kino aus dieser Zeit etwas abgewinnen können und jetzt nicht unbedingt die ganz großen Effekte sehen müssen.